Hallo Leute, es geht weiter mit Final Fantasy 3. Ich wollte zwar diese Windschneise suchen eigentlich auf der Karte, bin aber hier gelandet. Unten auf der südlichen Insel, wo wir noch nicht so wirklich was gefunden hatten. Ich habe aber jetzt was gefunden. Ich bin mit dem Luftschiff hier so zwischen die Berge reingeflogen. Hier sitzt so ein Wäldchen und ein Häuschen und da will ich mal sehen, was das ist. Das ist Dogas Schloss. Sind wir da nicht sogar richtig? Also wollten wir hier nicht eher hin? Wer wagt es, Dogas Schloss ohne Erlaubnis zu betreten? Packt sie! Kupo! Kupopo! Warum greifen die uns an? Euch kenne ich doch, oder? Ah, die Krieger des Lichts, wie schön, dass ihr gekommen seid. Ich habe euch etwas mitzuteilen. Derjenige, der die Dunkelheit in diese Welt ruft, ist niemand anderes als Xande. Xande, Unai und ich waren Lehrlinge des wunderbaren Großmagus Noah. Bevor Noah starb, schenkte er uns seine Gaben. Die Kraft der Magie ging an mich, Unai erhielt die Welt der Träume. Und Xande, ihm wurde die Sterblichkeit gewährt. Natürlich war Xande unzufrieden. Er hüllte die Welt in Dunkelheit und unterbrach den Fluss der Zeit. Xandes Plan war es, durch das Anhalten der Zeit seinen eigenen Tod zu verhindern. Doch dann seid ihr gekommen und habt die Zeit wieder fließen lassen. Nun scheint Xande die Zeit erneut stoppen zu wollen. Kommt, ihr müsst mir helfen, Xande von seinem teuflischen Plan abzuhalten. Doga hat sich der Gruppe angeschlossen. Hey, cool. Wäre jetzt hier 2 Schritte voraus. Doga, folgt mir, begleitet mich zur Höhle des Kreises. In meinem Zimmer findet ihr einen Kerzenhalter an der Wand. Er ist ein Schalter, der die verborgene Tür zu einem Geheimgang öffnet. Und wir wollten eigentlich immer noch, fällt mir gerade ein, im Saronia diesen Keller finden, die Schatzkammer. Oh Menno, das muss ich auch noch machen. Wie doof. Bin ich jetzt rausgegangen? Ja, ich bin rausgegangen. Okay. Ach süß, wie der Doga da hinterherläuft. Hihi. Willkommen im Magnetkupo. Nichts Neues. Alles klar. Gehen wir da mal rein. Wir wissen, was hier ist. Können die alle hier jetzt? Meister Doga sagt, der schwebende Kontinent sei durch die Wellen der Dunkelheit, die Meister Xande raufbeschworen, standen, Kupo. Als Meister Xande uns verließ, war er sehr böse auf Großmagus Noah, da dieser ihm nur Sterblichkeit geschenkt hatte, Kupo. Ach, was kann man denn hier jetzt? Oder kann man auch noch High Potions kaufen und diesen ganzen Kram? Das ist ja süß. Das ist ja cool. Okay. Und hier kann man auch beamen. Er stellt einen Dimensionsriss. Was? Was? Wie geil. Wie Kram haben wir jetzt schon? Das haben wir alles schon. Oh, Hast ist auch cool. Und Windschaden. Eroga. Boah, das ist richtig. Das ist schon richtig weit. Bio ist auch gut. Bio wäre auch toll. Ich kann nichts kaufen, weil ich nicht genug Geld habe, aber es sind echt geile Sachen. Fräulein Unai schläft in einem Schrein südlich von Saronia und beschützt die Welt der Träume, Kupo. In der Halle rechts könnt ihr den fetten Schokobo rufen. Haltet ein bisschen Gisakraut an die Kerze, die nicht angezündet ist, Kupo. Es riecht nach Schokobo. Was soll ich jetzt genau machen? Wie mache ich das jetzt? Gisakraut an die Kerze. Okay, Gisakraut, okay. Moment. Ja, aber ich will doch hier gar keinen... Na egal, machen wir einfach mal. Eigentlich will ich hier gar keinen Fetten haben. Wo sind denn die Sachen? Da. Zack. Der fette Schokobo erscheint. So, und dann kann man sich nämlich seine Sachen hier lagern. Wie gesagt, eigentlich brauche ich den nicht. Das können wir mal ablegen. Eigentlich können wir die Sachen auch verkaufen. Das würde uns eigentlich mehr bringen. Diese Musik. Alles klar. Meister Doga, geht ihr in die Höhle des Kreises? Aber dort ist es gefährlich, Kupo. Bitte geht nicht, Kupopo. Die Höhle des Kreises führt in die Welt der Dunkelheit, weshalb man dort vielen Monstern aus der dunklen Welt begegnet, Kupo.
Das magische Wasser in dem Krug dort hinten wird eure Magie und Lebenskraft auffrischen, Kupo. Mit dem magischen Buch auf dem Tisch dort könnt ihr gefallene Gruppenmitglieder wiederbeleben, Kupo. Sehr gut, das heißt aber, dass es schwierig hier ist, oder? LP und MP wiederhergestellt. Nichts passiert, okay. Ist klar, wir sind ja nicht tot. So, was kann ich jetzt hier machen? Da. Okay, wo geht's hin? Hier, rüber. Oh, es sieht aus, als müssten wir uns klein machen. Dieses Loch führt in die Höhle des Kreises. Ihr müsst sehr klein sein, um einzutreten. Wichtelzauber. Wichtelzauber, wer kann denn das noch von euch? Da, hier, Ingus. Benutzen, Wichteln. Das geht so gerade nicht. Wie mache ich das denn nochmal? Er kann doch Weißmagie. Warum geht das nicht? Magie. Sie kann das auch nicht. Brauche ich dafür jetzt einen Weißmagier wieder? Moment mal. Mache ich das mal eben. So, Arc sieht wieder aus wie ein Mädchen. Magie. Und dann muss er jetzt das mal von jemandem ablegen lassen. Zum Beispiel von Refia. So. Arc lernen. Wicht. Ach so, er kann nicht, weil alles voll ist. Moment, ich leg was ab. Warum denn nicht? Warum kann er das nicht lernen? Ist das ein anderer Zauber? Warte, dann lege ich mal hier blind ab. Das ist ein Stufe 2 Zauber. Ja, okay. Okay, so. Moment, ich hab's gleich. Alle. Zack. So, geht doch. Höhle des Kreises. Okay, wo sind wir denn jetzt hier? Ich mache uns auf jeden Fall erstmal wieder groß. Das ist wichtig. Ja, benutzen. Wie ging denn das jetzt? Muss ich das nicht? Teilt Wicht oder hebt Wicht auf? Ja, warum machst du das nicht? Hä? Hä? Ich will das jetzt wieder ablegen. Können wir das nicht, weil wir klein bleiben müssen? Müssen wir? Das kann doch nicht sein. Die sind doch voll stark, die Gegner. Nee. Nee, haut ab. Hallo, ich möchte nicht sterben. Geht doch. Die müssen doch wieder groß werden können. Ist doch unnormal. Und es ist jetzt auch grau. Warum ist denn es grau? Er hat es doch auch gerade zaubern können. Benutze es, Mann. Und wenn wir einfach mal so ein Item... Ich will einfach nur wissen, ob das geht. Hier, Wicht. Und hebt das auf. Ja, aber dann könnte ich jetzt alle einzeln machen und... Das ist doch doof. Zauber wurde bereits erlernt. Hä? Ich bin irgendwie verwirrt. Das Arc, das jetzt nicht wirklich nicht machen kann. Hat er irgendwie nicht wieder genug MP oder so? Das kann doch nicht nach einmal Zaubern weg sein. Das ist doch auch Quatsch. Das glaube ich nicht. Und bei Refia ist jetzt halt kein Wicht mehr, ne? Doch, die ist noch ein Wicht. Warum haben die alle dieses Graue daneben? Die haben so graue Pfeile neben ihrem Wicht-Ding. Ich check das hier gerade nicht. Thank you.
Nee, geht nee. Meno. Meno, Meno. Ich kapier's nie. Ja, war klar. Was mache ich jetzt? Ich flüchte wieder. Flüchten, flüchten, flüchten. Flüchtet ihr gefälligst mal. Also, ich verstehe das hier irgendwie nicht. Ich finde das doof. Vielleicht muss man echt ein Wicht sein, damit man durch diese Höhle kann. Und deswegen ist das so, wie es ist. Ja. Und dann muss man das ganz schnell irgendwie schaffen, obwohl man so klein ist. Ist das so die Schwierigkeit oder so? Ich finde das aber doof. Wir sind so klein. Ja, die können immer draufhauen, bis wir überhaupt mal flüchten. Das finde ich auch blöd. Wo sind wir jetzt hier? Wir müssen uns beeilen. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich werde einen Zauber auf euer Schiff sprechen, damit es unter Wasser fahren kann. Aha. Hokus, Pokus, Schiffikus. Die Nautilus kann nun unter Wasser fahren. Yeah. Yeah. Südlich von Saronia, der Tempel der Zeit liegt zwischen den Zangen des Kaps, dort werdet ihr Noahs Laute finden. Und was ist Noahs Laute? Sie ist eine magische Laute, deren Klang selbst die Welt der Träume erreichen kann. Und aus dieser Welt der Träume müsst ihr Unai zurückrufen. Ich werde nun über diesen Kreis in den Riss zwischen den Dimensionen treten und den Schlüssel nach Eureka suchen. Eure Aufgabe soll es sein, Unai aufzuwecken und ein uraltes Schiff namens Invincible für euch zu gewinnen. Cool. Und nun geht. Ich werde euch nach draußen teleportieren. Grüßt Unai von mir. Lebt wohl, Krieger des Lichts. Wir werden uns wiedersehen. Das war also Doga. Und da sind wir auch wieder. Kannst du jetzt bitte dich wieder groß machen, alle? Ja, jetzt geht das auch wieder. Man musste also klein sein. Das muss man ja auch erstmal kapieren. Ah, speichern wir mal schnell. Haben wir ja jetzt geschafft. So. Und unser Schiffchen kann jetzt angeblich unter Wasser sein. Trotzdem wollte ich eigentlich erst diese Windecke suchen und ich wollte in die Schatzkammer von Saronia. Kommt man da überhaupt mal hin? Da waren wir auch noch nie. Da kommt man so nicht hin. Vielleicht aber unter Wasser. Vielleicht, wenn wir jetzt hier so nach unten gehen. Männchen, wie geht denn das jetzt? Wie gehst du denn jetzt runter? Aha. Yeah, wie geil ist das? Bestimmt kommt man jetzt hier so rein. Ja, hab ich's doch gewusst. Nee, da vorne, aber da vorne. Oh, wir werden angegriffen. Oh. Oh, ist das toll. Wir kämpfen unter Wasser. Wie geil ist das? Angreifen, angreifen, angreifen. Warum kannst du denn... Du bist ein Weißmagier. Ach, du bist ein Weißmagier. Bist du... Hast du Arschkarte. Du verteidigst dich. Ich finde das super genial, das Setting gerade unter Wasser. Das gefällt mir richtig gut. Mit diesen ganzen Unterwassermonstern. Das ist voll mein Ding. Sieht auch mega schön aus. Und habe ich noch nie erlebt. So, außer vielleicht so ein Final Fantasy X mit Unterwasser und so. Aber das sieht schon echt cool aus. So, heil dich mal selber. Du verteidigst dich wieder. Na super, hat geklappt. Juhu!
So, dann muss ich ganz schnell mal hier deinen Beruf ändern. Das habe ich vergessen. Es geht ja aber auch hier ständig hin und her. Von daher, ja, soll man machen. Rüsten. Ich mach das jetzt einfach mal so schnell. Kopf. So. Fertig. Alle ausgerüstet? Ja. Achso, dann kann ich auch gleich noch eine Item benutzen. So. Man kann auch unter Wasser speichern, das finde ich auch sehr gut. Das ist idyllisch. Voll schön. Gut, man wird angegriffen und so, aber egal. Ist voll geil. Fehlen eigentlich nur noch mehr Jungfrauen. Ich will mehr Jungfrauen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Unterwassermonster blitzanfällig sind. Sehr gut. Gut gemacht, Ingus. Ingus. Nee? Ah! Haha, hab ich's doch gewusst. Wie cool. Wo kommen wir jetzt hin? Dogasdorf. Hey, ich hab ihn schon wieder gefunden. Ich bin voll der Doga-Finder. Dies ist Dogasdorf. Alle Zauber, die hier angeboten werden, sind sehr alt, von Meister Doga selbst geborgen und restauriert. Tatsächlich? Auch wenn wir die schon haben. Aber wir könnten jetzt schon wieder, warum wird Vitran nicht angezeigt? Achso, weil er das ja schon hat, ne? Ja, der hat das ja schon. Blitzra, haben wir Blitzra schon? Teleport haben wir auch schon. Ich glaube, Blinden haben wir Blitzra. Hatten wir nicht Blitzra schon? Ich muss mal eben gucken. Also wir haben Blitz auf jeden Fall. Doch, der kann das. Nee, haben wir schon. Alles klar. Sehr alt und super coole Zauber. Stein, Lähmung, Konfus, Stumm, Analyse. Finde ich auch gut. Weil das so das ist. Ja, den hole ich mir. Dann ist mein Geld zwar wieder weg, aber das ist sehr gut, weil wir dann die Gegner analysieren können. Obwohl wir keinen Gelehrten in unserer Gruppe haben. Und das finde ich auch immer gut. Aber dafür brauchen wir halt einen Weißmagier und das ist in diesem Fall er. So, der kann das jetzt auch, wenn er denn dann so weit ist, vielleicht. Was kannst du? Beben, Steingar, Vitagar. Stellt sehr viele LP wieder. Oh ja. Refleck, Medica, Saugen. Das sind richtig geile Zauber. Aber erstens bringen sie mir nichts, weil ich nicht gut genug bin. Und zweitens... Ja, Engel haben wir nämlich jetzt auch schon, genau. Anti-Z, zerstreut positive Zauber. Ich kann gar nicht genug Geld, glaube ich, sammeln im Moment seit den letzten zwei Parts. Bio. Ich hätte auch gern Bio und Eroga und diese ganzen Sachen. Das sind richtig coole Sachen. Hier, Kupo. Hier, ich habe eine neue Nachricht, endlich mal. Als ihr noch klein wart. Ihr vier wart als kleine Kinder schon ganz schön anstrengend, aber aus euch ist trotzdem etwas geworden. Naja, auf jeden Fall habt ihr gelernt, aufs Töpfchen zu gehen. Oder nicht? Von Sid. Du hast schon wieder so eine tolle Nachricht geschrieben. Sid. Mal so. Kleine Nebeninformation. Und hier haben wir weitere Beschwörungssachen. Wie ist denn das jetzt mit dem Beschwören? Kriegen wir das nicht auf dieser Insel? Also nicht nur, dass wir hier die anderen Sachen finden. Zum Beispiel können wir hier Eifrit beschwören, Ramu, das ist, glaube ich, Blitz. Titan ist Beben. Und Chocobo und Shiva haben wir schon. Die anderen will ich auch noch haben. Auf jeden Fall will ich die haben. Aber die Frage ist, wie kann ich die benutzen? Waren wir bei ihm schon? Ja. Ist das nicht toll hier? Hier kann man sich echt dusselig kaufen. Wer hat denn so viel Geld auf einmal mit? Beseitigen, erteilt schwachen Gegnern K.O. Ich hab halt nichts an Kohle. Das wird nichts.
Ich hatte jetzt aber immer so gedacht, dass man hier auf der Insel, wo auch die Beschwörungsgeschichten sind, mir geholfen wird, dass ich die überhaupt beschwören kann. Weil dann habe ich die Dinger hier, aber wer kann die denn beschwören? Wenn ich jetzt hier jemanden einfach mal umberufmäßige in Lunesk hier als Beschwörer. Mach mal. Zack. Siehst du wieder aus wie Aladdin. Und wenn du das jetzt, so, nehmen wir mal. Nee, hat er gar nicht drin, das ist gut. So. Lernen. Glaciens. So, dann kann er das ja nicht. Das ist ja grau. Wahrscheinlich vielleicht auch, weil die Stufe noch nicht erreicht ist oder so. Hm. Kann der Beschwörer Schwarz- und Weiß-Magie? Das ist ja auch wieder gut. Ach, ich bin so verwirrt hier immer noch. Man, es gibt so viele, ultra viele Möglichkeiten, finde ich. Und man kann sich, wie gesagt, echt dusselig kaufen hier. Ja, ich will auf jeden Fall, dass der das beschwören kann. Habe aber gelesen gehabt, dass das auch erst später irgendwie geht, wenn man das dann gelernt hat. Oder ich weiß auch nicht, aber vielleicht... Vielleicht muss man nur die gewisse Stufe erreichen. Ich muss mich nochmal schlau lesen irgendwie. Er muss auf jeden Fall wieder jetzt ein anderer werden. Ein Dunkelritter, genau, hatte ich zuletzt. So. Kann ja auch Bade werden. Dann kann er uns ein Liedchen singen. Wir sehen uns im nächsten Part von Final Fantasy 3. Es gibt so viel zu entdecken hier im Moment. Jetzt haben wir auch noch eine ganze Unterwasserwelt, die wir entdecken können. Und, ja, ich suche mal als nächstes einfach beim Schloss, würde ich sagen, diesen Schatzkammerkeller. Da wollte ich auf jeden Fall noch hin. Dann wollten wir die Windschneise finden, weil wir da überhaupt durch können jetzt. Und ich glaube, wir sind gerade 2 Schritte voraus irgendwie. Aber es gibt so viel zu tun hier gerade. Ich hoffe, es macht euch noch Spaß zuzuschauen. Mir macht es sehr viel Spaß, immer noch das Spiel zu spielen. Gerade weil es, wie gesagt, so vielseitig ist. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann!